Silvester und die Match Races gehen weiter. Gestern konnte sich der FSC als Newcomer an der Spitze der Tabelle festsetzen. Und auch heute erwarten uns wieder spannende Matches. Unter anderem Lokalmatador NRV und der Meister persönlich, Stefan Meister vom Yachtclub Berlin-Grünau. Schon im Start schenken sich beide Kontrahenten nichts. Dennoch versuchen der Skipper Stefan Meister die Verfolgung aufrechtzuerhalten, was zu knappen Manövern führte. Durch einen Fehler der Berliner konnte der NRV die Führung aber behaupten. Bei mir jetzt quasi die beiden Experten schlechthin. Felix Oehme zu meiner Rechten und Stefan Meister zu meiner Linken. Felix, erste Frage an dich. Match Race, was ist das Spannende daran? Das Spannende daran ist, dass man sich vollkommen auf seinen Gegner konzentrieren kann. Man muss keine Großraumtaktik fahren und sich nicht auf zwei, drei andere Boote oder ganze Felder konzentrieren, sondern man kann sich einzig und allein auf den anderen Teilnehmer konzentrieren. Und es geht nur darum, vor demjenigen im Ziel zu sein. Auf den Gegner konzentrieren, da haben wir ihn quasi schon. Ihr hattet vorhin so eine Gelbflaggenphase. Wie hast du das gesehen? Oder? Ja, also wir waren hinten, ja, knapp hinter ihnen, haben früher geheizt, dass sie auf der Vorwind und sind dann leicht oben rüber gerutscht, haben einen Penalty, also sozusagen eine Strafe kassiert. Ja. Und das Schlimme ist, wenn man zwei kriegt, den ersten, den man kriegt, den kann man machen, was man will, dann kann man sich aufheben bis zum Ziel. Oder warten, bis man dem Gegner auch einen anhängt und dann werden die gegeneinander aufgehoben. Aber wenn man zwei bekommt, muss man einen sofort machen. Und dann war leider das Rennen nicht mehr ganz so spannend. Ja, spannend bleibt es auf jeden Fall, denn morgen ist auch noch mal ein Match Race. Und wir schauen derweil erstmal auf die Tabelle. Am Ende von Tag 2 musste der FSC die Führung abgeben und steht jetzt punktgleich auf Rang 3 zusammen mit Chiemsee, Berlin-Grünau und dem Württembergischen Yachtclub. An Platz Nummer 2 steht der Schweriner Yachtclub mit 10 Punkten und der NRV konnte seinen Heimvorteil nutzen und steht jetzt an der Tabellenspitze mit 11 Siegen.